Hallöchen, liebe Leute, es ist Donnerstag und wir haben ein neues Workout für euch. Heute gibt es eine kleine Variation an Sachen. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Warm-up. Wir machen 4 Runden. 20 Sekunden Work, 20 Sekunden Rest aus diesen 3 Übungen. Wir fangen an mit Beer Crawls. Annette, vielleicht hast du deine Finger im Spiel mit diesen Tier-Movements. Wir wissen es nicht. Und zwar Beine so ausgestreckt wie möglich und dann gehen wir vor und wenn wir Lust haben, auch wieder zurück, je nachdem wie viel Zeit noch ist. Die nächste Übung sind klassische Lunges, jeweils links, rechts, 20 Sekunden, 20 Sekunden Pause und dann Jumping Squats. Das war's mit dem Warm-up und dann geht's weiter in ein E3-Mom. Das machen wir 18 Minuten lang. In 3 Minuten macht ihr die Abfolge aus 3 Übungen. Und zwar 20 klassische Air Squats mit oder ohne Gewicht. Ich würde sagen, schnappt euch irgendwas auf jeden Fall, wenn ihr was zur Hand habt. Das macht das Ganze schon auf jeden Fall effektiver. Und dann Squat-Stand. Und runter und achtet auf eure Haltung, Knie raus, Brust offen und macht schöne Squats. Dann macht ihr 15 Sit-Ups. Nach vorne und den Boden vorne auch wieder berühren. Und die letzte Übung ist der Hollow Hold. Füße aufgestreckt, dann macht ihr 30 Sekunden. Diese 3 Übungen in 3 Minuten für 18 Minuten. Und dann gibt es einen Teil B. Da machen wir 2 Runden. Es gibt wieder 3 Übungen. Das erste sind Boxjumps, das zweite Superman Cactus Arms und das dritte Superman Hold. Boxjumps. Könnt ihr gucken, ob ihr zu Hause einen Stuhl findet. Ansonsten geht auch nach draußen, sucht euch eine Erhöhung, es ist alles möglich. Und springt hoch, streckt die Hüfte aus und steppt oder springt wieder runter. 20 Mal. Dann Superman Cactus Arms. Das sieht im Stehen so aus. Und ihr macht das Ganze am Boden liegend. Das heißt, ihr seid in der Position, macht die Arme in Kaktusform und zieht dabei die Schulterblätter zusammen. Das macht ihr 30 Sekunden lang. 15 Stück. Das nächste ist der Superman Hold, der klassische Superman Hold. Da streckt ihr aus die Arme und das haltet ihr jetzt für 30 Sekunden. Das Ganze macht ihr 2 Runden lang als kleinen Finisher und dann habt ihr es für heute geschafft. Morgen ist Benchmark Friday und da könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Ciao, ciao! Hallo liebe Leute, es gibt noch eine kleine Ergänzung zu dem Workout von Donnerstag. Nur damit das klar ist, das E3-Mom aus 18 Minuten wechselt zwischen einem A- und einem B-Teil. Der A-Teil ist 20 Air Squats, 15 Sit-Ups, 30 Sekunden Hollow Hold. Das ist in den ersten 3 Minuten. Dann kommen die nächsten 3 Minuten, da macht ihr Teil B. Und zwar die 20 Box Jumps, 15 Superman Cactus Arms und 30 Sekunden Superman Hold. Und dann geht ihr wieder in den Teil A zurück. Air Squats, Sit-Ups, Hollow Hold und so weiter. Das wechselt immer ab. Nur als kleine Erklärung. Viel Spaß beim Workout!